Hallihallo, Hallöde, zurück hier in Kaffee kalt. Nein, der Kaffee ist heute schon getrunken, da ist die Zeit schon vorüber. Aber ein bisschen aufnehmen müssen wir heute noch, da fliegen die Vögelis. Da könnte ich Viech abbauen, wenn ich so weit käme. Ja. Hier haben wir mittlerweile Kürbisse. Ich erinnere mich, als das Land hier immer noch im großen Bogen einmal drumherum ging. Tja, wir haben nicht mehr allzu viel Geld. Es kommt zwar jetzt jede Runde nochmal wieder ordentlich was dazu. Und Mana haben wir auch ordentlich. Aber unser Hauptproblem ist, wir kommen im Moment nicht vom Fleck. Da gehen wir da rein, wenn der was hilft. Guck mal, wo die anderen sind. Ach, die stehen da so rum. Okay. Werden wahrscheinlich gleich angegriffen oder nicht. Weiß man nicht. Im Moment stehen die hier alle mehr so auf Wache. Ja, mein Militär ist irgendwie zu schwach und ich komme hier nicht weiter. Moment. Es ist ein bisschen anstrengend. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis oder wir treten auf der Stelle. Das kann man jetzt so nennen, wie man lustig ist. Ich würde hier gerne mal weiterkommen oder mal zumindest wieder was erleben, wie zum Beispiel die Großjagd. Euer Hoheit, in unserem Land ist ein schreckliches Monster aufgetaucht. Ja, und es spricht gerade mit mir. Dass die Leute und Händler verschreckt. Das wäre doch sicherlich eine gute Gelegenheit, um allen Bürgern zu zeigen, wie tapfer ihr Oberherr sein kann. Ich habe gar keins. Befühlt den Tod des Monsters und euch ist ewiger unsicher. Jagdzeit. Okay. Da ist ein Monster, das unsere Bürger verängstigt. Das sind Spinnen. Monster fressende Spinnen. Es ist ein Monster und es kommt Monster fressende Spinnen. Ah ja, oder tot oder wie oder was? Die können doch nichts. Eine große Jagd, euer Hoheit. Über euren Ruhm wird man sich Legenden erzählen. Kampfstein des Todes. Euer Ernst, das war jetzt hier. Ja, der ist nicht. Ich dachte, der Kampfstein des Todes wäre jetzt hier irgendwie so am Stissel, aber vielleicht ist dieser Kampfstein des Todes auch hier am Stissel. Guck mal, ich habe hier noch den Mana-Schleier, den Mana-Sparer und den Kampfstein des Todes. Die könnte ich mal irgendwo drauflegen. Vielleicht sollte ich mir wirklich hier mal ein bisschen meine krassen Zauber angucken, die ich hier so habe. Erfahrener Verstand. Gewinnt Mana zurück. Achso, ja. Reduziert die Zauberwirkdauer eines Großmagiers. Fernkampfresistenz, der Feuerball, Schaden 20 Elementar. Was macht denn unser Lieblingsdings für einen Schaden? 8 tot. Kritische Trefferchance plus 7. Der ist eigentlich... Schaden, 8 tot, ist eigentlich lächerlich. Kleiner Feuerball, 5 Elementar. 5 Leben. Was ist das denn hier? Benötigtes Ansehen zum Wirken, 5 von 10. Hab ich nicht genug Ansehen? Wo kann ich mir denn nochmal ansehen, wie sich das ändert? Schaden 16 Nahkampf. Knallt natürlich rein. Wäre Wülfenschlott. Knüppelschlott. Was haben wir hier noch so? Oder Regenbogentrache. Oder die Schlangen. Regenbogentrache ist natürlich teuer. Ist aber halt ein Knaller, ne? Wenn ich jetzt diese, was haben wir denn jetzt hier genau? Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken hier. Kosten minus 6 Mana. Minus 6%. Zauberkraft minus 6%. Kosten minus 14%. Benötigte Zeit zum Wirken plus 14%. Ja, das ist nicht so schlimm. Kritische Trefferchance plus 15% Schaden plus 10% Tod. Ja, ich schätze aber mal, dass sich das wirklich auf den Zauber auswirkt und dann nicht auf den Regenbogendrachen selbst. Also macht das wenig Sinn.
Der Feuerball macht 20 Elementarschaden. Der knallt halt schon ziemlich rein, dieser Feuerball. Das ist gar nicht so übel. Der macht nur 15 Elementar. Wirkt sich aber auf einen größeren Radius aus. Wenn ich den jetzt damit reinknalle, dann macht er neben 20 Elementar auch noch 10 tot. Kostet halt ein bisschen mehr Mana, ne? Hat er hier, glaube ich, jetzt gerade auch schon eingerechnet. Das waren eben noch 55 oder so. Sind es 63? Ja. Jetzt könnte ich natürlich hier, dann würde er aber länger brauchen zum Wirken. Momentan 0,7. Wenn ich jetzt den da auch noch da reinklatsche, kostet er nur noch 53 Mana, braucht aber ein bisschen länger, ist aber immer noch innerhalb einer Runde da. Also jetzt haben wir den hier mal killermäßig so. Den müssten wir eigentlich wirklich, hoppla, wenn wir mal den Regenbogendrachen beschwören wollen, da drauflegen. Nur das spart uns hier 42 Mana ein, das ist ja da gar nicht so falsch. So, das ist schon mal ganz cool. Dann haben wir die doch auch mal verwendet. Geiler Scheiß, geiler. So, Befehle zuweisen. Hier ist im Moment Ruhe einigermaßen. Hier greift mich niemand an. Jetzt könnte ich die natürlich auch erst noch mal ein bisschen rasten lassen. Könnte ich da hinten, habe ich da denn... Jetzt würde ich das doch gerne mal ausprobieren. Diesen Feuerball. Oder geht das nicht, weil ich da kein Dings habe? Hat er das jetzt gemacht, oder? Das weiß man nicht. Na gut. Was haben wir denn noch hier so? Muschmuschi. Wenn wir die jetzt mal da hinlaufen lassen. So, jetzt haben wir das Ding im Blickfeld. Seht ihr das vielleicht? Jetzt greifen die an. Ach so. Ah, scheiße. Ah, der braucht jetzt irgendwie nochmal zum Wirken. Also beim ersten Mal ist irgendwie nichts passiert. Na gut. Die müssen sich auf jeden Fall dringend heilen. Hier kommt noch ein bisschen... Das ist irgendwie ein Fusselvieh. Was bist du denn für eine? Ach, das ist der... Ach, das ist dieser... Ja, ich erkenne ihn wieder. Er ist nicht schöner geworden in der Zwischenzeit. Die bringen langsam hier die blöden Bauern um. Das finde ich cool. Habe ich den eben auch gemerkt. Weiß ich jetzt nicht, aber... Das tut prinzipiell erstmal weh. Da kommt hier wieder Spinnen am Hals. Warum auch immer die schon wieder Spinnen am Hals haben. So, jetzt ist dieser blöde Zauber bereit. Kann ich den jetzt hier draufjagen, bitte? So. Ah, da kommt gerade noch immer. Ah, hat sich aber nicht wirklich viel getan hier, muss ich gestehen. So, die Schildkröte. Höchster Angriff. Wie fit bist du denn noch? Wissen wir gerade nicht, ne? Machen wir mal. Diese Killer-Schildkröte muss doch irgendwas bewirken. Ach, da sind immer noch so blöde Fuzis hier. Ach Gott, diese Schildkröte kann aber auch gar nichts. Der kriegt ein bisschen Ausdauer drauf. Und geht mir jetzt mal dahin. Schießt mir jetzt auch nochmal dagegen. Und eigentlich können wir jetzt schon mal... Was sind wir denn noch an Mana? Einiges. Vielleicht schon mal den nächsten Feuerball in Auftrag geben, dass die nächste Runde am Schließen ist.
bisschen Angst, dass das ein fürchterlicher Fehler ist, was wir hier machen. Das war jetzt zumindest nicht ganz so scheiße, aber die da oben machen mir immer noch ein bisschen Angst. Die können wir jetzt mal diesen machen. Saluka! Der brezelt ja auch ganz gut rein. Aber es ist immer noch alles nicht wirklich überzeugend. Und hier stehen immer noch so Kackbauern rum. Unglaublich, was die da an Schaden verursachen. Knaller. Den jage ich jetzt mal dieses Ding auf den Hals. Ah, selbst das hat nicht viel gebracht. Das ist unglaublich. Die müssen sich jetzt wieder zurückziehen und wieder heilen. Können sie schon nicht mehr. Können sich noch ein bisschen mehr zurückziehen. Zieht euch noch weiter zurück. Zieht euch halt einfach irgendwie zurück. So, meine Schildkröte ist auch halb im Arsch. Die kann ja auch irgendwie gar nichts. Die hat extrem viel Lebenspunkte, aber irgendwie Reichweite 2. Wirklich? Ja, irgendwie nicht. Reichweite 2. Das überlebt die nicht lange. Die ist scheiß teuer und kann einfach nichts. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Der ist noch nicht so weit. Zack. Es dauert auch ewig, bis man da die Verteidigung runter hat. Das ist unglaublich. Was kannst du denn hier? Dämonenfeuer. Jage ich mal auf die da. Die halten auch. Was die aushalten, ist echt unnormal. Stopp, stopp, stopp. Wir haben hier so eine Gegend. The new spell research is complete. Ja. Was ist das jetzt hier? Eile. Eile mit Weile. Brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt hier nicht mal irgendwas, was auch mal wirklich richtig reinhaut. Hier unten kann ich irgendwie noch nichts machen. Oder doch? Skelett herbeirufen, Ratten herbeirufen, das ist alles Philippans. Können doch nichts. Starke Ratten. Qualms Faust haben wir schon. Da habe ich nicht genug Ansehen zum Wirken. Da muss. Ja. Da muss ich vielleicht hier die Götter noch ein bisschen. Rune des Zorns. Boah, da muss ich aber noch viel hier die Berserker. Steigende Angriffskraft des Ziels erhebt, die fügt ihm jedoch ein. Ja, gut. Festwaffenverzauberung. Alle Angriffe der Zieleinheit bewirken zusätzliche Todesmagie-Schaden. Das ist auch nett. Ich hätte gern irgendwie mal Bärenmenschen herbeirufen. Die sind aber da hinten raus echt teuer. Skelette, ich weiß ja nicht, was die drauf haben. Wobei, die waren beim letzten Mal schon ziemlich. Da habe ich ja, gar nichts, oder? Mal hier. Kann ich eh nicht auswählen. Kriege ich wahrscheinlich auch sowieso eher einfach so. Oder wie oder was? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht, Mensch.
So, das sind alles irgendwie Zauber, die mir nichts helfen. Blitzschlag, 10 Elementar, 15 Elementar, Heilung. Elementarregeneration. Regeneriert in jeder Runde etwas Gesundheit einer Einheit. In jeder Runde? Mal sehen. Schauen wir mal. Das ist vielleicht auch mein Problem, dass ich mich nicht gut genug wieder hochheile. So, die könnten jetzt... Dominus. Der ist total im Arsch schon wieder. Der kann sich eigentlich verpusten. Könnten die jetzt hier hin? Könnten hier sogar... den Froschleich auf die abladen? So viel geholfen. Die Schildkröte ist auch irgendwie vollständig im Arsch und kann sich verpissen. Die sind eigentlich auch im Arsch, können sich eigentlich auch verpissen. Ruckzuck ist hier mein gesamtes Militär vollständig ausgedünnt. Vielleicht die anderen, die ich eben zur Flucht geschickt habe, die sind verschwunden oder wie? Gibt's ja nicht. Ich sag, wenn die jetzt auch noch kommen. Das ist unglaublich, was die für eine Power haben. Das gibt's einfach nicht. Das ist so unnormal. So, was bist du denn jetzt für einer? 125, da ziemlich viel Leben, hat ein bisschen Elementar, ansonsten konnte er nichts, aber gut. Anheuern kann ich ihn nicht, weil er zu teuer ist. Ach, ist ja geil. Ich kann ja echt nichts hier. Nichts kann ich. Anstrengend. Doof ist das. So. Bewegungspunkt, erfahren Dings. Schaden plus 30 tot, ja. Kann den jetzt hier nochmal angreifen lassen, aber der eine alleine macht halt auch nicht viel aus. So, dass er die Reihen nochmal ein bisschen lichtet. Die können das Spiel auch nochmal treiben. Weil viel bringt das halt auch nicht. Meine Schildkröte ist jetzt irgendwie auch einfach weggestorben. Warum sterben die denn hier einfach weg, ohne angegriffen zu werden? Irgendwie ist dieses Land wirklich so giftig, dass man da nicht lange überlebt. Außer man ist der da. Der überlebt wahrscheinlich ewig. Gut, ich gehe hier wieder weg. Das bringt mir momentan nichts. Ich komme hier nicht gegen an. Ich bin einfach zu schwach. Ich weiß nicht warum. Du sagen, es ist gerade ein bisschen doof. Der ist natürlich jetzt weg, das ist klar. Der ist jetzt natürlich auch weg. Auch wenn der jetzt noch überlebt hat, aber ja, jetzt ist er weg. Zu welchem Zweck die jetzt hier gerade noch gut, ist mir egal. So, da ist unser sündhaft teurer Ritter, der jetzt irgendwie dem jetzt auch nicht mehr so gut geht. Ja. Da war ja hinten noch ein zweites Portal oder was? Ach komm, der soll sich jetzt erstmal heilen. Ach, Mann, Mann, Mann. Also irgendwie. Das ist gerade echt ein bisschen schwierig. Ich frag mich, wie lange das geht hier eigentlich auch, ob das, ich meine, bei Civilization, was ja hier dem Dings sehr. Was hier ja quasi die Vorlage für dieses Spiel gibt, gibt es irgendwann ein zeitliches Ende. Frage ich mich, ob das hier auch so der Fall ist. Nachrichtenfenster. Aha. Interessant. Ach so, ja. Okay.
So. Was können wir denn jetzt hier noch bauen? Wo hapert's denn? Mana haben wir eigentlich ein bisschen was. Geld haben wir irgendwie viel zu wenig. So, aber hier wollten wir eigentlich rumschreien, ne? Dann schreien wir hier weiter rum. Wollen wir die Ordnung hier beibehalten? Ich mache hier mal ein Kriegsdingens. Das, was hilft, weiß ich noch nicht, aber das sehen wir dann.